Ja. Mami! Wer mich heute mal so richtig verlieren sehen will gegen den Ralf, sollte uns beim Kickern zugucken. Und natürlich haben wir heute auch die sportliche... die sportliche Unterstützung und Ernährung dafür, damit es nicht ganz so schmerzhaft wird für mich und ich mich dann am Buffet bedienen kann. Ich glaube, ich habe Verzerrung. Ja, ja, genau. Bücken kann er sich auch nicht mehr, aber verlieren tue ich trotzdem. Bleibt dran. Muss mir ja nicht bücken. So, jetzt. Sportlich. Und für all diejenigen, die mich gerade am Kickertisch gesehen haben, nein, das war nicht besonders sportlich. Es wird noch um einiges sportlicher. Denn wir haben heute Snacks für Sieger und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Kochshow. Natürlich auch an euch, die jetzt so fleißig geklatscht haben. Schön, dass ihr da seid.
und natürlich an euch. Leute, bleibt dran. Es wird nicht nur unglaublich sportlich, sondern ihr habt auch sportliche Preise abzuräumen bei unserem heutigen Gewinnspiel. Insgesamt 5 an der Zahl. Ihr könnt 5 Produkte heute gewinnen. Einfach nur dranbleiben, zuhören und bis zum Ende der Show warten. Dann verrate ich euch nämlich, wo ihr euch eintragen könnt und müsst, damit ihr auch im Lostopf landet. Aber als erstes brauchen wir natürlich unseren liebsten Kochsportler, unseren Ralf. Herzlich willkommen. Servus, grüß euch. Hi. Hallo. Hi. Also, ich muss ja tatsächlich sagen, also zuerst einmal, es war unentschieden. Wir haben ja wirklich 2-2 gespielt auf die kurze Zeit. Naja, du hast jetzt ein paar Punkte von dir abgezogen. Nee, habe ich nicht. Na, wirklich, es war 2-2. Aber ich bin ja, ohne meine Crew bin ich ja gar nichts. Und das? Deswegen, ja. Was? Ja, wirklich. Da guck an. Ja, da guck. Jetzt werde ich schon wieder größer. Da guck aber schau. So, ja. Okay, nee, also es geht hier sehr sportlich zu. Ich kann gut verlieren und du kannst noch besser gewinnen. Aber was du vor allem kannst, ist kochen. Und das sollst du ja vorrangig tun. Bin ich sehr froh drum. Ja. Und dafür werden wir heute unterstützt in unserer Küche mit verschiedenen kleinen Geräten, die aber so essentiell wichtig sind. In der Küche wirklich bei mir, groß sind. Ja, und bei mir fehlt keines. Also ich habe jedes dieser Geräte zu Hause. Jetzt pass mal auf. Zwilling hat uns heute ausgestattet. So ist es. Ich muss ja schon mal sagen, wenn man sich an dieser Reihe bedient, ne? Dann sieht die Küche einfach stylisch aus. Egal aus welchem mittelalterlichen Jahrhundert sie stammt. Wenn du das auf den Tresen stellst, dann sieht das so aus, als hättest du Ahnung. Bist du so eine, die die Geräte bloß hinstellt, weil sie gut ausschauen, oder nimmst das du auch her? Also es muss schon auch was leisten. Ja. Aber es sollte sich nicht gegenseitig ausschließen, Leistung und Design. Für mich geht das zusammen. Aber das verstehen die wenigsten. Ja, ich bin da... Ja. So dieses minimalistische, ja, coole. Ich finde das schon schön, aber ich brauche immer viel Platz. Und dann stehen sie bei mir leider Gottes dann im Schrank und ich hole sie nur raus, wenn ich sie brauche. Ja, aber das ist ja das Geniale. Die brauchen gar nicht so viel Platz. Jetzt lass uns mal durchgehen. Guck mal, jawohl, was war heute alles? Legen wir mal los. Also, was machst du heute vor allem und was können wir dafür brauchen? Also, ich kann noch mal ganz kurz einen Überblick geben. Und zwar machen wir mir heute einen Hechttoast, wo kein Hecht drin ist, sondern ein Zander. An der Stelle, Kathi, vielen Dank für den perfekt geilen Fisch. Aber ja, also, sie hat halt einen Zander rausgezogen und keinen Hecht. Ah, da muss man einfach reagieren. Beim Angeln muss man flexibel so sein. So, wir machen mal einen Zandertoast, der mit einem Pesto gefüllt ist. Wir machen mal ein herbstliches Pesto dazu. Wir machen gebackene Kartoffeln, Ecken dazu. Und noch eine selber gemachte Mayonnaise als Dip. Oh, Mayonnaise. Schwieriges Thema, da muss man viel mixen und da braucht man ganz viel Leistung. Drehzahl ist das Drehzahl. Stichwort. Knusprige Kartoffelecken, das heißt, wir brauchen viel heiße Luft und viel vielleicht heiße Luft. Fett. Ja, also das Fett haben wir schon dabei, aber ein geschmackiges Fett, nämlich Nussbutter. Oh, das riecht sehr gut. Mir werden wir das nicht alles brauchen. Der Rest ist für mich, dass die Gelenke geschmeidig bleiben. Weil das Geniale ist ja, bei unserem bei der Heißluftfritteuse. Hier. Genau, bei der Heißluftfritteuse brauchen wir eigentlich gar kein Fett. Deswegen eigentlich auch besonders sportlich. Ja, ganz ehrlich, hey, Geschmacksträger ist halt nun mal Fett. Lass mir bitte ein bisschen eine Nussbutter dran tun. Nur für mich, zwecks dem Gefühl. Danke. Okay, aber theoretisch bräuchte man keines, um ein sehr knuspriges Ergebnis zu bekommen. Null. Das geht natürlich mit der Heißluftfritteuse von Zwilling. Sehr gut. Könnt ihr übrigens heute auch gewinnen, dazu gleich mehr. Außerdem haben wir heute einen Toaster. Wie brauchen wir den? Den Toaster, den dann mal ein kleines bisschen zweckentfremden, weil wir gefüllte Toasts machen. Aha, spannend. Und den Mixer brauchen wir vor allem für die Mayonnaise? Den Mixer brauchen wir zweimal. Also einmal für die Mayonnaise, dann nehmen wir dann ganz einfach den Mixer her. Den Standmixer-Aufsatz. Und dann haben wir hier noch den Food-Prozessor, den brauchen wir dann für das Pesto. Wir könnten und den aber kann man nicht auch auf den Standmixer. Ja, und jetzt halte ich fest, und jetzt ist er vage. Ach komm. Ich schalte jetzt hier ein. Nochmal. So, da drauf. Gehen wir hier rüber. Und dann, ich zeig's dir einfach, legen wir den Löffel drauf. Ach, und dann nullen wir das Ganze. Nee, und das funktioniert auch, wenn der Standmixer drauf ist. So ist es. Und auch der Food Processor. So ist es. Das heißt, ich kann immer mal wieder auf Null stellen und kann mir dann meine Proteinshakes abmessen. Deswegen Design und Handling ist natürlich eine Mega-Geschichte. Eine Mega-Geschichte, wirklich. Genial. Okay, also wir haben heute alles im Einsatz. Und falls euch die Produkte interessieren, findet ihr sie jetzt natürlich bei uns auf der Website, verlinkt von unserem lieben Social-Media-Team. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Gewinnspiel. Ralf,
Die lassen richtig was springen. Ja, pass auf. Muss ich jetzt eine Frage beantworten? Du nicht, aber ja, ihr Gott vielleicht. Sei Dank. Also, wir haben den Toaster ja. und den Wasserkocher. Zwei ja. Gewinnspielpreise, zwei glückliche GewinnerInnen als Basispreis. Das heißt, ja. ihr müsst schon mal nichts dafür tun. Wenn ihr aber den Standmixer, also wirklich unseren Powerblender mit integrierter Waagefunktion und tatsächlich noch den Food Processor on top ja. als Bundle gewinnen ja. wollt, brauchen wir nur 100 Kommentare. 100! Ja, aber jetzt pass auf, das ist ja ein und das, also du hast einen Antriebsmotor ja. und der Food Processor ist nur ein Add-on. Exakt, plus die ganzen Aufsätze, ja, 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 ja. also das alles. Das alles. Und dann ab 200 Kommentaren sollen geht auch noch übergehen? Die Heißluftfritteuse raus. Ja. Die gibt es dann auch noch. Und da gibt es ja auch so viele Automatikprogramme. Das ist Automatikprogramme, also das schon mal, was oftmals gemacht wird, ja. sind die Pommes. Dann kannst du Hähnchenschenkel vorher anwählen. Du Kuchen. Kannst Garnelen machen, du kannst kleine Cupcakes machen. Ja. Muffins, Kuchen, Muffins, wie Pizza. Auch immer. Pizza kannst du machen und dann auch für Fisch. Also, aber du kannst den manuell einstellen. Also, und es geht einfach gar nicht mehr besser. Weißt du, was das Krasseste ist? Die ist komplett neu. Die gibt es erst ab heute bei uns im Shop. Also so neu ist die. Und so neu ist die. Das ist schon mega. Neueste und innovativste Technik, die hier drin steckt. Und sogar das, was du gerade rausgezogen hast, Spülmaschinen sicher hier, ne? Es ist alles Spülmaschinen geeignet. Ja. Was heißt, ja, also es gibt für mich immer ein paar Sachen, die man nicht unbedingt spülen muss. Ja. Weil es ist alles beschichtet, leicht abzuwischen. Da reicht oftmals nur, mit so einem Küchenpapier auszureiben und fertig. Aber theoretisch? Ja, schon ein bisschen Wasser sparen, einfach ja. nachdenken. Smart handeln, Smart Energie handeln. Sparen. So ist es. Da sind wir eure liebsten Ansprechpartner ja, dafür. Genau. So, und jetzt haben wir aber tatsächlich Ansprechpartner fürs Sportliche, weil wir zwei Nudeln... Das war ja jetzt gerade schon sehr eindeutig am Kickertisch. Ja, das war so ein bisschen Not gegen Elend. Ja, ja? Unterhaltsam ist es. Ja. Aber wir wollen ja so ein bisschen Mehrwert für euch liefern. Und da wir ja mit Mediamarkt, mit unserem neuen Studio, mit dem wir hier erst seit ein paar Monaten sind. Seit drei, vier Monaten. Sind wir in Ingolstadt? Ja. Und hier gibt es natürlich den FC Ingolstadt 04 und Die Schanzer. Und die können ordentlich was. Und vor allem haben wir ein Duo eingeladen, das schon so lang beim FC ist, dass wir gar nicht genau nachrechnen können, wollen, müssen, wie lange sie tatsächlich schon dabei sind und wie viele Tore da schon geschossen worden sind von diesen zwei. Und zwar Vater und Sohn. Das muss da mal zusammenzählen. Ja, das Keidelgespann und wir freuen uns riesig, dass Sie heute hier sind und dass Sie uns Ihre Perspektiven schildern aufs Sportliche und wir bringen Ihnen so ein bisschen das Kochen bei. Herzlich willkommen, Ralf und Felix Keidel. Servus, grüß euch. Hallo. Servus, hi. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Servus, grüß dich. Einmal durchgehen. Hallo. Servus. Schön, dass ihr da seid. Ihr kommt gerade richtig für die Starting Five. Wir haben ja erstmal 5 Fragen, bevor ihr hier überhaupt Hand anlegen dürft. Denn es ist ja wichtig, euch noch so ein bisschen kennenzulernen. Ich meine, die Fans, die hier zahlreich erschienen sind, die können das wahrscheinlich für euch beantworten. Aber am Ende solltet ihr es aus dem Bauch heraus ganz spontan einfach tun. 5 Sätze, die ihr vervollständigen dürft, wie folgt nacheinander. Der FC Ingolstadt 04 wird in der kommenden Saison... Aufsteigen. Okay, das ist on camera jetzt, also ne, wir sprechen uns da nochmal. Ich spiele Fußball seit? Ich ganz klein bin. Seit? Du? Wie alt bist? 10 bin. Okay, und du? 6. Und ich habe gehört, seit 10 Jahren jetzt sogar schon beim Verein. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Beim Fußballjonglieren, Danteln sagt man in Bayern, ist wer besser? Ich. Sollen wir das noch testen? Haben wir den Fußball da? Das bessere Eierfrühstück kocht? Felix. Ich. Ja? Da seid ihr eigentlich einig. Sehr gut. Okay, weil ich habe gehört, Eier zubereiten, das geht noch. Das geht gerade noch, ja, genau. Okay, gut. Wir bringen euch heute ein weiteres Gericht bei. Und das erinnerungswürdigste Spiel war? Hier in Ingolstadt natürlich der Aufstieg in die zweite Bundesliga in Rostock. Ja, das denke ich mir. Und für dich? Letztes Jahr, der letzte Spieltag zum Klassenerhalt bei uns.
Jetzt haben wir 10-0 gewonnen. Buh, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und damit herzlich willkommen bei uns in der Studioküche. Ihr dürft eintreten. Und Ralf, mal hinwaschen, bitte. Jawohl. Du darfst schon mal, während die zwei sich noch die Hände waschen, erklären, was so das erste Rezept alles beinhaltet. Also das erste Rezept braucht man den Zander, den zerlegen wir nachher. Und dann braucht man noch das Pesto mit dazu, und zwar das herbstliche Pesto, wo wir wirklich ein bisschen Pimpernelle mit drin haben. Wir haben einen Reblochon-Käse mit drin, wir haben eine Hagebutte mit drin, Walnüsse. Und es wird dann schon ein bisschen speziell, das Ganze. Und ja, und dann passt es. Und dazu gibt es dann noch die Kartoffelecken, die wir jetzt noch sauber abschmecken, die wir dann in der Heißluftfritteuse machen. Aber das ist ja das zweite Rezept. Das ist dann das zweite Rezept. So. Und das dritte Rezept ist dann der Dip. Gut, also wir haben hier den Zander. Den Zander ganz einfach zerlegen. Also das heißt, du machst einen Kiemenschnitt auf beiden Seiten und dann an der Rückenflosse entlang schneiden und dann kommt das Filet so raus. Und das ist relativ ungretelig, ne? Das ist ungretelig. Ungretelig, auch ein schönes Wort. Dann haben wir den Bauchlappen weggeschnitten. Mhm. Also hier auf dieser Seite sieht man es noch. Ja, nee, ist beim Fisch jetzt nicht ganz so toll. Also das wird dann hier dünn weggeschnitten, dann schaut es so aus. Und dann haben wir in der Mitte noch die stehenden Gräten und die habe ich auch rausgeschnitten. Und jetzt können wir mir das Ganze wie Sashimi fein schneiden. Das hast du toll gemacht. Ja, an der Stelle, danke Schnitzel, das hast du toll gemacht. Das hast du toll gemacht. Toll vorgearbeitet. Also sehr gut vorbereitet, ja. Alright. Gut. Was gibt's für die Herren zu tun? Und für die Herren gibt's zu tun, einer von euch kann bitte die Kartoffeln vierteln. Okay, einfacher so. Ja. Und wenn die geviertelt sind, ab in die Schüssel. Jo. Gut. Und du könntest mir dabei, hast du überhaupt ein Messer? Noch nicht. Siehst du, das geht schon. Genau meine Länge. Huiuiui. So. Passt. Sehr gut, da kann man mit arbeiten. Steht da. Sehr gut. Mich mal interessieren, wenn du so aufs Spielfeld gehst, was dann passiert. Kriegt auch nicht jeder. Würde ich mir auch gerne mal anschauen. Ja. Gut, du kannst mal bitte anfangen, und zwar ganz leicht die Nüsse zu schneiden. Und zwar wirklich, dass das so. Also der Move war schon mal sensationell. Und einfach so runter. Okay, sehr dass schön. Die so sollte ein bisschen grob geschnitten sind. Jawohl. Perfekt. Felix, und du kannst einfach sauber die Kartoffeln vierteln. Oh, das läuft doch super. Das läuft super. Du hast auf jeden Fall deine Assistenten gefunden. Und ihr habt ja euch nicht lumpen lassen und sogar auch noch was mitgebracht, ne? Ja, das habe ich so nebenbei mitbekommen. Ich glaube, da geht es irgendwie um ein paar Eintrittskarten bzw. Ein paar Trikots, wenn ich das so nebenbei mitbekommen habe. Tickets und Trikot. Leute, hier. Und die haben nicht nur irgendwas und irgendwie viele springen lassen, sondern insgesamt, Ralf, korrigier mich, 20x2. 20x2 Tickets. Mach 18 draus. Was? Ach, nein, ja, Mann, es sind 20x2, hast du recht. Ich hätte jetzt gern was abgestaubt für uns zwei. Ich habe da eine Connection, glaube ich. Du hast eine Connection? Ja, wir können da nochmal. Aber 20x2 Tickets, also für euch und eure Begleitpersonen, gehen an euch raus. Plus 2 unterschriebene Trikots werden jetzt verlost. Und zwar ganz einfach. Noch einfacher als das, was wir hier mit Zwilling haben. Bei Zwilling, da müsst ihr hier bei den ganzen Produkten noch so ein bisschen dranbleiben. Dann verrate ich euch am Ende der Sendung, wo ich eintragen müsst und könnt, damit ihr im Lostopf landet. Und hierfür, Leute, einfach nur in die Kommentare fußballrelevante Emojis schicken. Je kreativer, desto besser. Fußball kennen wir, könnt ihr auch reinschicken, aber irgendwas, was mit Fußball zu tun hat. Jetzt in die Kommentare. Übrigens sind wir auch gerade auf Instagram live. Das bedeutet, auch da könnt ihr natürlich in die Kommentare einen fußballrelevanten Emoji schicken, Leute. Und da mitmachen. Koch mit, bleib fit heißt unser Kanal auf Instagram. Und da seht ihr auch immer noch so ein paar Behind the Scenes von Ralf und mir. Da haben wir noch mal kurz vorher mit euch gesprochen. Und da habe ich auch noch mal Sabrina schnelle Nummer geteilt. Also bitte einmal dahin switchen und gerne diese Tickets, 20x2 Tickets abstauben plus 2 unterschriebene Trikots. Das macht Bock. Da würde ich jetzt auch direkt hinswitchen. So,
Ralf, jetzt bin ich gespannt, wie er reagiert. Ralf, im Zweifel beide, das finde ich auch schön. Dann habe ich besonders viel Aufmerksamkeit. Ralf, wo ist dein Pulsschlag höher? Als Fußballer, selbst auf dem Feld, als Trainer oder als Papa von einem neuen Profifußballer? Ja, natürlich denke ich in erster Linie wahrscheinlich als Papa von meinem Sohnemann, weil ich natürlich wissen will, wie sich das die nächsten Wochen, Monate, Jahre entwickelt, wie es bei ihm weitergeht. Und ich weiß, dass es eine harte Sache ist, dass du jeden Tag dranbleiben musst, dass du viel trainieren musst, damit du dahin kommst, wo er wahrscheinlich hin will. Aber ich glaube, dass er auf einem guten Weg ist, weil er einfach, ich sag mal, nicht nur die Sachen dazu hat, das Talent, sondern auch von sich selber den Anspruch hat und tagtäglich relativ viel dafür investiert, um dahin zu kommen, wo er letztendlich hin will. Ja. Ja, und du hast es alles schon durch und du bist aber trotzdem mit vollem Engagement und vollen Emotionen dabei. Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das muss dann auch so sein. Ich denke, wie beim Kollegen, beim Namenskollegen hier, dass du engagiert sein musst oder das Ganze mit Leidenschaft machst. So ist es im Endeffekt auch im Fußball, dass du da deine Ziele einfach erreichst. Ja. Absolut. Und für dich ist es eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil, dass der Papa schon so eine Karriere hingelegt hat? Ich meine, er wurde ja tatsächlich auch das Tier genannt. Kommt ja auch nicht von ungefähr, ne? Ja, ich finde es ein Vorteil, weil dann kann ich auch viel von ihm lernen und er hilft mir auch in vielen Situationen, was ich dann halt besser machen kann nach Spielen oder so. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass es ein Vorteil ist. Also setzt ihr euch dann auch nochmal gemeinsam hin und macht dann Videoanalyse oder wisst ihr sowieso, über was zu sprechen? Das mag er, glaube ich, nicht. So ausgereift dann doch nicht, ne? Nee, nicht zu viel. Und wie viel Privatleben gibt es dann bei euch zu Hause überhaupt noch oder ist das Thema Fußball am Essenstisch abends verboten? Nee, geht schon ja auch über andere Sachen. Die Mama macht so. Nein, ist eigentlich Tabuthema, weil ich glaube, ich hab's selber ein bisschen miterlebt. Und wenn du zu viel permanent von den Eltern oder von anderen hörst und vollgequatscht wirst, dann blockst du irgendwann mal ab und nimmst relativ wenig an. Ich glaube, das sollte nur punktuell geschehen, wenn es wirklich so ist, dass ich sage, jetzt habe ich vielleicht mal was dazu zu sagen, was auch sinnvoll ist. Dann kann ich was dazu sagen. Ich glaube, das nimmt er dann auch an. Und ansonsten glaube ich, ist es ganz gut, wenn er einfach seine Freiheiten hat und sich selber so entwickelt, wie er meint. Ja. Klar, weil den Weg muss man natürlich am Ende trotzdem irgendwo alleine gehen. Aber so einen Berater an der Seite zu haben, ist ja trotzdem nicht so schlecht. Und wart ihr immer auf derselben Position stark? Also, oder habt ihr das hat sich das ganz natürlich entwickelt? Ja gut, ich habe auf einer anderen Position begonnen. Ich war eigentlich im Mittelfeld rechts bzw. auf der Außenbahn links unterwegs, was sich dann anders entwickelt hat, wo ich dann in England war, wo sich das Ganze ein bisschen nach hinten verlagert hat, wo ich dann rechts defensiv gespielt habe, hat sich dadurch ergeben, wenn man auf der Außenbahn spielt, so habe ich es in England quasi gelernt, musst du offensiv wie defensiv spielen können und so kam ich quasi auf die Position. Er hat ein bisschen eine andere Position zu begleiten, er ist mehr im Zentrum unterwegs, aber das ist auch immer spielerbedingt so eine Sache, wo man sich wohler fühlt. Bei mir war es eher so an der Außenlinie, wo ich quasi den Überblick mehr über das ganze Feld hatte und er hat halt mehr so den Rundumblick. Ich weiß nicht, ob das jetzt, Vorteil, Nachteil, sonst was ist, aber da kann er vielleicht selber was dazu sagen. Hat sich schnell rauskristallisiert bei dir? Ja, ich war in der Jugend, war ich Stürmer am Anfang immer. Und dann war ich offensiver Mittelfeldspieler und irgendwann dann auch mal kurze Zeit Rechtsverteidiger und jetzt zum Ende dann die letzten 2-3 Jahre im Mittelfeld, defensiv und offensiv. Okay, und da fühlst du dich jetzt auch wohl? Ja, da finde ich es am besten. Sehr gut, sehr gut. Und wie stehst du zum Thema Kochen? Wie oft kochst du selbst oder bist du komplett für den Verein versorgt? Auch an den Wochenenden? Ja, also meine Mutter kocht meistens bei uns. Auch das ist gut. Ja, war mir lieber gewesen, wenn die Mama bei mir in der Küche gestanden war. Finde ich auch gut, dass er da ehrlich ist, weil sie hört auch zu. Ja, oder ich gehe halt mit meinen Kollegen, gehe ich abends dann nach dem Training oder so, gehe ich was essen. Ja. Und das ist oft der Fall. Nur gesund natürlich. Ja. Und selbst, was zauberst du, wenn du zauberst? Eier, habe ich gehört. Eier, Nudeln, viel mehr kann ich nicht wirklich. Und welche Eierspeise gibt es dann? Gibt ja doch eine große Varianz. Einfach nur Spiegelei oder? Omelette, Spiegelei oder halt Rührei. Ja, zu Omelette gehört ja auch was, Ralf, ne? Omelette, das ist sehr viel Technik, da musst du was können. Ja. Also wenn du ein klassisches Omelette machst, also dann mit der Pfanne halten,
stoßen, damit sie das Ei in der Wölbung dreht und dass du dann so also richtig schön den Halbmond zusammenbringst. Das ist schon, da können wir nochmal explizit reden. Ja, wenn du mal ja. Übernachtungsbesuch hast, dann kannst du gescheit punkten. Übernachtungsbesuch? Habe ich schön gesagt, gell? Ja. Falls meine Kinder zuschauen, das dauert noch. Bis der Übernachtungsbesuch kommt. Genau. Ralf, es gibt Pesto, sehe ich, würde mit dem Pesto jetzt anfangen, und zwar mit dem Food-Prozessor. Und zwar, wir haben ein bisschen switchen müssen, weil es momentan durch die Witterungsverhältnisse, es ist kalt, es ist dann wieder warm, dann haben wir wieder Sommertemperaturen, dass wir da ein paar Kräuter grünes einfach Zeug nicht bekommen haben. Deswegen, das ist jetzt halt einfach ein Herbstpesto, was man im Herbst für Kräuter kriegt. Und zwar packen wir jetzt halt ein kleines bisschen Koriander rein. Kleines bisschen? Ja, kleines bisschen. Dann haben wir hier Hagebutte, getrocknet und frisch. Oh. Dann haben wir hier Kresse, und zwar Rotkohlkresse. Dann haben wir hier was, was mir ganz besonders wichtig ist, und das schmeckt auch sensationell gut. Das ist Oxalis. Das kann man. Das ist so sauer. Bin jetzt wieder dein Lieblingskoch. Das bist du sowieso durchgehend. Ja. Aber das liebe ich. Da kann man doch auch einen tollen Tee draus machen, ne? Ja, kann man auch. Also im Gin Tonic schmeckt es auch sehr gut. Ja. Also bloß, dass wir wieder auf die richtige Richtung kommen. Weißt du, was ich meine? Und also ich finde es mega. Wir haben es jetzt im Showpalast in Tübingen, haben wir mir das Ganze im Dessert zur Malibu-Sorbet oben reingesteckt. Oh, wow. Und dann so ein Cube, so ein, ja. Dominostein ist schon fett. Ja, ich lasse euch den Rest einfach mal. Teilt es gut auf, genau, dass da jeder mal reinbeißen mal so kann. Ein weil Stück man abreißen, alles Salat, und reinbeißen das und ist lang wie kauen. Schmeckt noch grüner Apfel. Nicht ganz so schlimm. Lasst es rumdumm gehen. Sehr gut. Granate. Ja. So, jetzt bin ich hängen geblieben. Dann haben wir noch Brunnenkresse dazu. Gesund auch. Ja, also sehr gesund. Und hier haben wir in diesen ganzen Microgreens, so nennt man diese Mini-Salatblätter, stecken also 10-mal bis 100-mal so viele Nährstoffe und Vitamine drin wie in einem normalen Blattsalat. Also wirklich Blattsalat, also je bitterer, desto gesünder. Die Bitterstoffe sind tatsächlich die Vitamine und die Mineralstoffe, auch wenn wir es nicht hören wollen. Aber das hier, das sind die absoluten Vitaminbomben. Also wenn ihr euch im Winter wirklich was Gutes tun wollt, dann setzt auf Microgreens. Ja, also den Schluss, was ich reintun habe, waren Rettichsprossen. Ja, also Rettichkresse. Mache ich auch gerne auf und Avocadobrot. Butterbrot reicht schon. Ja. Also das ist wirklich, das gibt, könnte man fast sagen, ordentlich Tinte auf dem Füller, aber nee, aber das ist wirklich, das bringt wirklich was. Das schmeckt erstens und du merkst das, wenn du regelmäßig so Microgreens isst, dass das wirklich Power gibt. Du bist vitaler, ja. Weil du jetzt gesagt hast, wir mussten hier so ein bisschen flexibel sein beim Pesto. Was ist denn oder beim Verhältnis wichtig, wenn es jetzt um Pesto geht, wie viel Salat oder Microgreen oder Grünanteil sollte enthalten sein und sollte dann auch wirklich immer sowas, du hast jetzt Hagebutte noch mit rein, so Cranberries und sowas, sollte das auch immer noch in einem bestimmten Prozentsatz mit dazu? Ja, also ich habe es immer zu gleichen Anteilen. Mhm. Ich habe jetzt 50 Gramm von dem, 50 Gramm von dem und dann hast du die Anteile, dann machst du noch deine gerösteten Nüsse dazu. Die könnte ich ja auch in den Foodprozessor reintun, aber ich möchte den Biss haben, die darf man nachher bloß noch unterheben, weil ich möchte den Crunch haben. Und wenn ich das jetzt halt zum Püree mixe, dann ist der Crunch einfach weg. Weil der hat ordentlich Leistung. Was man aber tatsächlich auch sehr gut machen kann hier mit unserem Food Processor, sind ja die ganzen Aufsätze. Wir haben hier insgesamt, jetzt muss ich nochmal selber nachgucken, wie viel haben wir da? Da ist eins drin. Wir haben insgesamt drei. Mit also das ist ein Vierfach-Sichelmesser. Ja. Dann haben wir das hier. Dann haben wir hier also zum Raspeln und zum Hobeln. Immer dann mit haben zwei wir zum Seiten. Schneiden. Ja, genau. Zum Umdrehen. Dann hast du hier, um Scheiben zu schneiden in verschiedenen Größen. Also wo du mal Gurkenscheiben durchhobeln lassen kannst. Ja. Das heißt, wir haben insgesamt zwei Klingenscheiben, eine grobe und eine feine Seite und sieben Funktionen bei unserem Food Processor. Genau so ist es. Das bedeutet, du kannst nicht nur Sachen cremig mixen, sondern eben auch Nüsse hacken lassen. Du kannst Kartoffeln und Gurkenscheiben schneiden lassen. Du kannst Käse raspeln, also wirklich so Gouda-Käse kannst du durchraspeln lassen. Dann kannst du mit dem Hackmesser auch natürlich Hackfleisch entsprechend klein bekommen.
Und es gibt noch einen Knethaken hier für Teigrühren. Genau. Und auch noch einen Rühraufsatz zum Aufschlagen von Eischnee, Sahne oder Mayonnaise. Hammer. Also im Grunde genommen würde uns ja das Gerät schon reichen, ja, um heute das Gericht zu kochen. Und unentbehrlich für jede Küche, meiner Meinung nach. Nee, brauchst definitiv. Ja. Ja? Oder du bist sehr flink mit dem Messer, aber so schnell kriegst du es gar nicht hin. So schnell. So, wir machen jetzt einfach noch hier ein bisschen Reblochon mit rein. Das ist auch so ein richtig leckerer Käse. So, dann verriegelt man das Ganze nochmal und geben wir nochmal Gas. Und der darf richtig fein werden. Dann schalten wir das Ganze aus und in dem Moment können wir es auch schon abheben. Das ist ja auch geil, dass das einfach hier nur mit so Saugnäpfen dann. Ja, was heißt Saugnäpfe? Ja, das ist ja also mega. Rastet ein und hält. Ganz genau. Also es geht dann auch nicht an, wenn es nicht gescheit arretiert ist, was wichtig ist. Ja, ohne Deckel funktioniert es erst gar nicht. Sicherheit. Sicherheit first. So, machen wir einen Rest runter. Sauber zusammenbauen, runterdrücken, arretieren und dann geben wir nochmal Gas. So, und ihr zwei habt eure Aufgabe erledigt, sehe ich gerade. Schon, ja, hier schaut es auch ganz gut aus. Oh, Nussbutter, es riecht einfach gut, ne? Sag mal, Ralf, was war denn so rückblickend einer Profikarriere, der größte Moment für dich als Fußballer? Ja, einfach Erfahrungen zu sammeln, ob das jetzt zum Beispiel England war, ob das im Ruhrpott war, 5 Jahre bei Duisburg, Oberhausen oder Aalen, wo ich gespielt habe. Einfach mit den Jungs zusammen Spaß zu haben, vieles zu lernen. Wie gesagt, Erfahrungen zu sammeln, einfach im englischen Fußball, was ein ganz anderer Fußball ist wie der deutsche, wo ich viele Sachen, wie gesagt, lernen konnte, wie zum Beispiel Beidfüßigkeit, wo in Deutschland am Anfang natürlich nur darauf geachtet wurde, da war es dann gut, wenn du einen rechten guten Fuß hattest, dann hast du halt auf der rechten Außenbank gespielt. Mhm. Das wurde mir aber gleich abgewöhnt, wo ich nach England kam, da musste ich dann auf der linken Seite spielen und durfte nur noch mit links flanken, da gingen natürlich einige hinten an den Stadionzaun, aber das waren halt einfach alles so Erfahrungen, natürlich auch mit erfahrenen Spielern, sich da irgendwo hochzuziehen und ja, einfach den nächsten Schritt wieder zu machen. Ja. Und hast du selbst persönlich nochmal so den ein oder anderen Moment, wo du sagst, also das ist auch das, warum ich meinem Sohn guten Gewissens da hinschicken kann und sagen kann, bitte mach das auch, das ist wirklich das Leben, was ich mir für dich auch wünsche? Ja gut, wie ich es vorhin schon gesagt habe, also ob es jetzt bei ihm zum Beispiel das Kochen ist, ja, was du mit Leidenschaft einfach machen musst, und beim Felix war es schon von klein an so, egal wo wir waren, er ist in Duisburg auch geboren, wo ich gespielt habe, und das Ganze einfach mit Leidenschaft und mit Liebe, und wenn du einfach sagst, dein Hobby kannst du zum Beruf machen, dann ist das natürlich das Größte. Und wenn, mit Leidenschaft oder ist es für den Arsch? Ja. So, das waren die passenden Worte dazu. Und wenn mein Kleinen halt immer gesehen habe, ja, wie er dann um den Küchentisch rumgerannt ist und immer die Kugel dabei war oder bei den Hausaufgaben immer der Ball unterm Tisch war, sonst konnte er sich nicht konzentrieren. Ach, spannend. Genau, und wenn er da natürlich das Ganze dementsprechend weiter fortführen kann und sein Geld damit verdienen kann, mit dem, was ihm am meisten Spaß macht, dann ist es doch schön, ja. Mhm. Und was das Thema Ernährung angeht, hast du da immer Wert drauf gelegt, beziehungsweise hast du dich da auch immer an deine Vorgaben gehalten, was du als Sportler so essen solltest? Oder? Nein, muss ich jetzt dran zu halten. Ich wollte bloß eine Frage, oder wolltest du die ganzen Schandtaten? Also nein, bei mir war es tatsächlich so, ich wusste zum Spieltag immer, was mir gut tut, was ich davor, sage ich mal, essen kann. Aber ansonsten habe ich natürlich auch oft gesündigt. Ja. Ob das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Schweinebraten oder sonst irgendwas unter der Woche war, was dir natürlich nicht so vorgegeben war vom Verein, wo sie immer gesagt haben, ja, keine Ahnung, du musst kaltgepresstes Leinöl oder sonst irgendwas dazu nehmen und. Über Schweinsbraten. Genau, da war ich ganz weit weg. Ja. Und ich glaube einfach, was auch wichtig ist, dass man sich dann mal ein Nutella-Brot gönnt oder was vielleicht nicht so gesund ist, aber einfach für die Birne wichtig ist. Das sehe ich zum Beispiel bei meinem Kleinen. Ich glaube, wir brauchen die Woche 3 Gläser. Ach Gott. Ja. Dieser Nuss-Nougat-Creme da. Ja, genau. Okay. Ja. Also ist schon ein bisschen weniger geworden, aber war mal ganz extrem, ja. Ja, gut, solange man sich leisten kann und trotzdem funktioniert und der Körper das natürlich wegsteckt, ist das natürlich eine feine Sache. Aber was ist denn so euer, gibt es ein gemeinsames Familienlieblingsessen oder seid ihr da auch ganz weit entfernt voneinander? Lieblingsessen kam nämlich auch von der Community, die Frage. Ich mag gern Nudeln mit Garnelen.
Ah ja, das, was du kochen kannst, magst du auch am liebsten essen. Also das ist praktisch. Ist praktisch, ja. Pasta mit Garnelen, mag ich auch sehr gern, ja? Ja, Sushi natürlich essen wir total gern. Ich glaube, das isst er gern, das esse ich gern. Meine Mädels auch. Und ansonsten natürlich, meine Frau, die kocht dementsprechend gut. Und dann gibt es am Sonntag natürlich auch mal, keine Ahnung, von der Roulade bis zum Schweinebraten oder sonst was. Ja, aber dann haben wir ja im Grunde eine tolle Kombination aus euer aller Lieblingsessen. Ralf, pass auf, im Grunde haben wir Toast, das ist ja auch so ein Lieblingsessen hier. Mhm. Ravioli, also Toast-Ravioli mit Sashimi-Sushi-Fisch gefüllt. Der Fisch ist nicht wirklich durchgegart, deswegen ist er jetzt also hauchdünn geschnitten. Ja. Und wenn ihr Sushi mögt, dann könnt ihr jetzt den ruhig einmal hier so probieren. Gerne. Das ist eine Top-Qualität, kommt aus der Donau. Schleusenfisch. Und ist nur ein bisschen, ich weiß nicht, was in den Auszogen hat, aber ich werde nachfragen. Ja? Happy? Ja. Sehr gut. Also, top Qualität. Super. Ja, wenn ihr Sushi mögt, dann wird das Rezept für euch heute auf jeden Fall eine Gelinggarantie, denke ich. Tut mir für euch ein bisschen leid, weil ich glaube, es werden nicht so viel übrig bleiben. So. Ralf, es gab gerade eine Frage aus der Community zum Thema Wintersalate, was du da an Kombination empfehlen kannst. Wichtig, keine Nüsse, weil Allergiker dabei. Keine Nüsse, brauchst keine Nüsse. Also du kannst ohne weiteres, also Brunnenkresse ist jetzt Pimpernelle, die ganzen Kohlarten, ob du jetzt einen Chinakohl hast oder einen Pak Choi oder Mangold, was man auch sehr gut als Salat essen kann, wenn du die groben Blätter nimmst und als Salat machst, gut marinieren. Ich würde Arganöl dazu nehmen, was wir mir jetzt nachher dann auch in der Mayonnaise verarbeiten. Und es müssen keine Nüsse sein. Du kannst einen Crunch auch mit einem selber gemachten Kichererbsen-Tofu machen. Wenn es mit Biersalz würzt, schmeckt es wie Speck. Da ist ein Tipp dabei. Ich habe für dich immer Lösungen. Sehr darf gut. Ich mal ganz kurz, der Felix hat das nämlich jetzt schon fertig gemacht. Und zwar sind die Kartoffeln geviertelt. Wir haben ein kleines bisschen Nussbutter geschmolzen. In die Nussbutter haben wir dann Ahornsirup, gerösteten Knoblauch, gemörsert. Ja, was? Ist da? Ja. Nase wieder frei? Ja, ist wieder frei. Jetzt weht wieder anderer Wind, jetzt bist du wieder in der Kochshow. So, dann haben wir hier das Paprikapulver und der Ralf hat noch Thymian und Rosmarin geschnitten. Jetzt sagst du, du redest über dich in der dritten Person? Ja, nein, so weit, ich weiß, dass es Kollegen gibt, die gerne von sich selber in der dritten Person reden, kehre ich nicht dazu. Okay, gut. Ja, schreibt man dich mit F oder mit PH? F. Ja, beide. Scheiße, jetzt haben wir... Ja. Jawohl. Ja. Dabei. Also dann reden wir von dem, der Fußball spielen kann und der andere, der völlig untalentiert ist. Der kann kochen. Ja, das stimmt. Aber auch Fußball spielt. Nein. Spielen tue ich, aber nicht gut. Das ist ja egal, aber du spielst Fußball. Ja. Schau. Ja. Ja. Das mit dem Danteln, das haben wir auch noch mal kurz vor der Show geklärt. Ja, das haben wir auch geklärt. Datteln kenne ich. Kann ich aber auch nicht. Also auch da sind die Kinder schon völlig überlegen. Aber ich muss auch nochmal nachgucken, was das dann auf Hochdeutsch heißt. Es ist tatsächlich Fußball jonglieren. Wie sagt man richtig? Jonglieren. Einfach nur jonglieren. Fußball halten, habe ich schon mal gehört, oder? Gibt es da nochmal einen anderen Begriff hochhalten dafür? Schreibt es mal in die Community. Sag mal, ob ihr Danteln kennt oder jonglieren oder was ihr dazu sagt, wenn man den Ball hochhalten. Ich bin mal gespannt, was da alles zurückkommt. Ja, da bin ich auch gespannt, ob da jedes Bundesland so drei Begriffe für sich definiert hat. Wie werden die jetzt knusprig? So, 200 Grad, 15 Minuten. Pommes-Funktion. Also ich muss ehrlicherweise sagen, wenn man eine Heißluftfritteuse zu Hause hat, braucht man nicht zwangsläufig noch einen Backofen. Nicht zwangsläufig. Für das Studentenbude brauchst du keinen Backofen mehr. Wenn man natürlich jetzt halt gerne kocht und viel kocht, das ist wieder eine andere dann Geschichte. Sollte man durchaus noch einen Backofen haben. Ja. Oder die Tendenz geht zum Zweitbackofen. Also ich habe... Ja, das ergänzt ja auch gut im Backofen. Oder? Also ganz ehrlich, alles, was schnell gehen muss, was klein und kompakt ist, ist so eine Heißluftfritteuse ein super Ding. Wir haben uns vorhin kurz darüber unterhalten. Der Ralf hat mich gefragt, ob das wirklich Sinn macht, sowas. Und sage ich, du, ich habe selber welche daheim. Ich auch. Also das ist bei uns nicht mehr wegzudenken. Zu Hause bei Ralf und mir. So, wir haben das Pesto fertig. Das wird jetzt gefüllt, oder? Ja. Also ich würde das jetzt einmal ganz kurz zeigen, wenn ich darf. Du darfst. Darf ich auf das Sechserbrett? Ja, natürlich. Habe ich erklärt. Ja, der in der Mitte steht, ist der Sechser. Ich habe das nie verstanden.
deswegen meine Fußballkarriere. Der Trainer hat gesagt, ja, du musst zu dem spielen, zum Sechser oder zum Neuner. Denken wir, ja. Wo ist der? Die Trikotnummern haben wir ja gar nicht. Ja. Ja, ausnahmsweise, dann nimm das doch mal. Ich glaube, ich werde verdroschen, wenn ich heimkomme wieder. Also, das ist so. So, die halbieren wir jetzt und zwar haben wir da das Tramezzini. Tramezzini ist ein ganz, ganz feines Weißbrot ohne Krume, also ohne, wie sagt man da hinten rum? Ja, es ist ein Toastbrot am Ende des Tages, ohne Rand, ne? Ohne Rand. Ja. Aber sehr, sehr fein. Und vor allem qualitativ nochmal so ein bisschen... Ja, kann schon ein bisschen mehr wie das andere Toastbrot. Ja, man riecht es auch. Das genau. Ist ein bisschen, so, und das tun wir jetzt nur so ganz leicht anwurzeln. Und zwar nur die Anfänge. Sieht jetzt schon aus. Und da könnt ihr mir helfen. Das wäre nämlich super. Wenn es mir die so vorbereitet, die alle, was da sind. Das kannst du machen. Läuft. Ja, wieder ganz klar. Arbeitsverteilung. Erfahrungen muss er ja selbst sammeln. Kommt der Vater oder der Trainer durch? Der Vater. Hey, wir sind mal unter uns, ich stehe dabei. Also daheim musst du es halt aushalten, was du jetzt sagst. Ja. Überlegst dir gut. Guckt ihr Fußball eigentlich auch zusammen? Also... Ja, andere Teams, schon. Andere Vereine, andere Spiele? Bundesliga. Ja? Ja. Oder Champions League. Und was gibt es da so zu essen? Und Chips. Vielleicht ist das ja eine Alternative. Vielleicht gibt es da ja so ein bisschen Fingerfood. Das sind mehr Proteine. Die Kartoffeln durch den Foodprozessor mit der Marinade würzen in die Heißluftfritteuse. Dann hast du so Kartoffeldippers, also Kartoffelchips mit Struktur. Aha. Und dann ist das geil. Jetzt möchte die Community unbedingt wissen, wie die Aufregung denn vor dem ersten Bundesligaspiel war. Was ging da so ab in den Köpfen? Vor meinem ersten Bundesligaspiel? Ja. Na gut, da blieb nicht viel Zeit zum Überlegen. Ich weiß noch, das war in der Bundesliga beim MSV Duisburg gegen Ulm. Da wurde ich dann eingewechselt. Da musste einfach nur noch funktionieren und ich denke, wenn du dann einfach in einem Spiel drin bist, dann machst du dir keine großen Gedanken, dann funktioniert es, dann bist du einfach nur der Fußballer. Ja? Und ich glaube, das kommt dann später auch erst, wo du dir Gedanken über das einzelne Spiel machst oder wie das Ganze abläuft, was du für Fehler gemacht hast, wo du im Nachhinein dir dann einfach deine Gedanken machst. Aber ich glaube, so beim ersten Spiel gerade, natürlich ist es riesig, wenn du eingewechselt wirst und dabei sein darfst ja, als junger Spieler. Da geht die Pumpe. Ja. Was war für dich der aufregendste Moment, also wo du wirklich gedacht hast, huiuiui, was habe ich mir hier angetan? Als ich letztes Jahr beim letzten Spiel von den Profis in Hannover dabei war, weil die haben ein riesen Stadion und da waren, glaube ich, um die 20.000, 25.000 Fans im Stadion. Ui. Und wie bei der Kochshow. Ja, das ist schon nochmal was anderes. Ja, es wird auch ausverkauft, oder? Ja, aber hat man dann einfach noch mehr Anspruch an sich selbst, wirklich jetzt funktionieren zu müssen? Oder denkt man sich so, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Also was ist es dann, was einem dann so Respekt einhaucht? Am Anfang, wo ich bei den Profis immer dabei war, da denkt man nach jedem Training so über jeden kleinen Fehler, den man gemacht hat, denkt man so ein bisschen nach. Und das wird aber mit von Training zu Training und so wird es dann immer besser. Und nach deswegen, vorne wieder zu gucken. Ja, und deswegen ging das da dann in dem Moment schon. Also hab da nicht groß nachgedacht oder so. Sehr gut. Und, ja. Schnelle Lernkurve. Ja. Wichtig, sehr wichtig. So, wir haben jetzt noch ein Thema und zwar Sabrinas schnelle Nummer. Auch ich habe mich ich habe ein sehr winterliches Rezept für euch mitgebracht, weil ich habe bei Sabrinas schnelle Nummer ja immer so den Anspruch, Feierabendrezept, also es muss schnell gehen, es muss richtig gut schmecken, aber es hat halt auch so den gewissen Extra-Touch. So, das bedeutet, wir haben jetzt nicht nur Käsefondue, sondern, weil das passt ja sehr gut zur herbstlichen, winterlichen Zeit, das können wir jetzt durch die Saison durchweg essen, sondern im Brotlaib. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das gemacht habe. So, ihr seht es. Eieiei, war das geil. Im Brotlaib serviert, das ist nicht nur optisch ein absoluter Hingucker, sondern natürlich auch geschmacklich. Und dafür brauchen wir erstmal Honig, damit das Ganze auch mariniert wird und so ein bisschen nach was schmeckt. Rosmarin mit in den Honig, schmeckt auch sehr, sehr gut. Und Walnüsse, die haben wir heute auch dabei. Schön würzen.
und das Ganze einmal vermengen, um es dann gleich in den Leibbrot zu geben. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal die Haube weg und höhlen das Ganze nochmal kurz aus. Das dauert nicht lang, einfach mit der Hand rein und nicht wegschmeißen. Ganz wichtig, so dass der Camembert reinpasst. Den nochmal schön anschneiden, so wie man das vom Ofenkäse auch kennt, damit man ihn später anheben kann. Jetzt mit Birnen füllen, weil da ist ja noch ein bisschen Platz. Und eben diesen Rosmarin-Walnuss-Honig mit dazu. Leute, jetzt kommt das Innenleben von unserem Brotlaib, weil das haben wir ja nicht weggeschmissen, ganz wichtig. Und das nochmal mit Öl marinieren, kurz umwickeln und dann für 40 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Und jetzt einfach nur genießen, weil das Brot, das ihr jetzt nebendran gelegt habt, das ist jetzt richtig knusprig geworden. Das könnt ihr jetzt perfekt eindippen, wie in ein richtig gutes Käsefondue. Natürlich könnt ihr da auch noch Gemüse dazulegen oder ein paar Weintrauben, Birnen noch extra. Das schmeckt richtig fetzig geil, sage ich euch. Das kann ich sehr empfehlen, einmal nachzumachen. Findet ihr natürlich wie immer auf koch-mit.de oder auf unserem Instagram-Kanal auf Koch mit bleib fit. Da übrigens könnt ihr jetzt noch an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Ne? Hier die Karten, Leute, 2x20 Karten plus 2 Trikots vom FC Ingolstadt 04 hier gesponsert. Die bekommt ihr nur, wenn ihr wirklich richtig Ramazama macht und in die Kommentare schreibt. Gerne auch bei Instagram, da sind wir nämlich auch gerade live. Hallo Instagram! Das ist das erste Mal. So, Ralf, hast du geguckt, als würdest du was wollen? Ja, 30 Grad weniger und nur 10 Minuten in der Heißluftfritteuse hast du das gleiche Ergebnis, weil es kompakter ist. Stimmt. Entschuldigung, wollte bloß das sagen. Richtig und wichtig, dass du das sagst. Und ich bin ganz stolz, dass man mir eigentlich jetzt hier in der Dreierkette das so richtig geil hinkriegt. Richtige Fließbandarbeit. Ja, voll. Wahnsinn. Das, wenn du da anschaust, da schau hin, wie das da hingeht. So, jetzt wird das mit Ei benetzt, sodass es dann einfach nur noch... Mit Ei benetzt, nur außen. Dann fixiere ich das ganz kurz. Der Ralf drückt das Blatt und in der Zwischenzeit kriege ich vom Felix schon wieder den neuen Toast, das neue Kissen. Da kommt ein bisschen Pesto drauf. Mhm. Ja. Das Pesto Blatt drücken. Dann haben wir hier unser Zander Sashimi. Dann nochmal ein kleines bisschen Pesto dazu. Das ist ja genial. Dann Toast Sushi Ravioli. Das ist eine neue Erfindung, oder? Ja. Also ich weiß es nicht, ob es eine neue Erfindung ist. Ich finde es mega ganz geil. Sicher. Und es kommt echt gut an. Und dann packen wir das so rüber. Ich fixiere es wieder. Das sieht ja genial aus. Das Blatt drücken. Die kleinen Täschchen. Und weiter geht's. Sind halten fest hier und die kann man jetzt einfach in den Toaster stecken. Und die haben wir dann nachher einfach in den Toaster rein. Da muss nochmal ein bisschen fester gemacht werden. Irre. Das erste löst sie, das habe ich gemacht. Also kann ich nicht einmal jemanden zusammenscheißen. Das ist ja perfekt für auf der Couch. Ja. Da kann nichts rausfallen, das ist schön geschlossen. Ja, wenn es nochmal reinbeißt, dann schon. Ja, aber halt oben. Dann oben, ja. Ja, da fällt ja nichts raus. Das Absolut. Ist ja genial. Genau so ist es. Ralf, du hast dich heute mal wieder selbst übertroffen. Ja, das, jetzt warte mal ab, bis wir es dann fertig haben. Ja, und jetzt warte mal ab, bis wir gleich am Kickertisch stehen. Mir wird jetzt schon ganz heiß. Ich bin. Das liegt an dem, weil ich wieder in deiner Nähe bin. Ja, genau. Genau daran liegt's. Du kannst mir anlügen, dir tut's nicht weh, mir tut's gut. Verstehst du das? Genau. Es ist ja immer das Gleiche. Ja, es ist immer das Gleiche. Auch hier ist es immer das Gleiche. Es geht hier im Fließbandakkord weiter. Perfekt. Und wenn ihr dann soweit seid, würde ich sagen, machen wir uns dann auf zur Promi-Challenge, oder? Ja, könnte man gerne machen. Ich würde dann einfach mal so das erste Mal hier schon mal schauen, wie es am besten ist. Das Geniale ist, da gibt es ja auch verschiedene Automatikprogramme. Ja, gibt's. Insgesamt, jetzt muss ich noch mal gucken, dass ich nichts Falsches sage, 7 Bräunungsstufen und 3 Automatikprogramme bei einem Toaster. Das ist Wahnsinn. Unter anderem, weißt du, was ich am meisten feiere? Was? Die Aufwärmfunktion. Weil, was gibt es Ärgerlicheres, als du hast einen Toast abgeschoben, der ist perfekt gebräunt, perfekt so, wie er sein soll. Und dann vergisst du ihn aber, weil du gerade irgendwie das Frühstück vorbereitest. Oder. Und ihn dann nochmal runterzudrücken bei normalen klassischen Toastern bedeutet, dann wird er schwarz. Also dann verbrennt er. Aber mit dieser Aufwärmfunktion bekommst du ihn nur wieder warm auf deinen gewünschten Bräunungsgrad. Und die Auftaufunktion natürlich auch für eingefrorene Semmeln und Brote und Brötchen, so wie ihr wahrscheinlich sagt, perfekt. Was ich sehr, sehr gerne mache. Also Toaster. Intelligente Toaster. Ganz ehrlich, es wird immer abgefahren, aber ich finde es
sensationell, was die Technik uns da mittlerweile abnimmt und uns helfen kann. Ja. Das ist echt schön. Ganz, ganz großes Team. So, ich würde sagen, wir machen den jetzt halt noch kurz fertig. Das kriegen wir noch drauf, Felix. Jawohl. Ist doch klar. Also machen wir eins machen wir noch. Lass uns die, echt, du kannst jetzt halt die Dreierkette nicht durchbrechen. Das geht nicht. Nein, das möchte ich nicht. Euer Effizienzfließband hier, das sieht ja nicht nur fabulös aus, sondern das ist ja auch notwendig bei so vielen hungrigen Mäulern, die ich da sehe. Ja. Die haben, glaube ich, alle schon Angst, dass sie nichts abbekommen. Ich sorge dafür, keine Sorge. Ich bin auf eurer Seite. So. Perfekt. So. Jetzt machen wir das letzte fertig und dann gehen wir mir sauber gut kickern. So. Wir haben eine Auslosung von zwei Tickets, also 2x2 Tickets und 2 Trikots. Ja. Die restlichen, die wir dann natürlich noch haben, werden dann zusätzlich nochmal im Nachgang angeschrieben vom Account, beziehungsweise dürfen sich dann bei uns melden. Die werden dann auf Facebook oder Instagram getaggt und benachrichtigt von uns. Aber diese zwei Trikots plus 2x2 Karten, die werde ich jetzt verkünden. Also zwei glückliche GewinnerInnen sind, der erste Gewinner ist von Instagram, christine.muella.sachs. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast 2 Tickets plus ein unterschriebenes Trikot. Sehr gut. Sehr, 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 sehr schön. Gratulation. Und auf Facebook das gleiche. 2 Tickets plus ein unterschriebenes Trikot bekommt Helena Victor. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Wir freuen uns riesig auf Facebook und auf Instagram jeweils eine Gewinnerin mit 2 Tickets und einem unterschriebenen Trikot zu haben. Sehr schön. Und ihr habt eure Fließbandarbeit abgeschlossen? Werden wir jetzt quasi so weit, dass wir dann nachher weiter da können. Sehr gut. Und damit würde ich sagen, let's go zur Promi-Challenge und zu unserer kurzen Kampagne. Ladies and Gentlemen, let's go. Euer Beat, unsere Boombox. Let's go. Ihr greift nach den Sternen, wir lassen euch abheben. Let's go. Home Office, yo. Home Disco, oh. Let's go. Ihr wollt es hier, überall und immer. Wir doch auch. Wie auch immer eure Ideen aussehen, wir sind bereit. Zusammen finden wir, was am besten ist für euch. Mediamarkt. Hui, Ralf, es ist soweit. Ja? Ich werde schreien, du wirst fluchen und ihr zwei habt hoffentlich den Spaß eures Lebens. Ich habe keine Ahnung, warum, ans Bein gebunden. Warum ich schreien sollte. Ich bin, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Du wirst fluchen, ich werde schreien. Jawohl. So, ich würde sagen, wir machen jetzt statt der Promi-Challenge, normalerweise dauert bei uns die Promi-Challenge 60 Sekunden. Mhm. Und da ihr zwei Personen seid, bekommen wir insgesamt 120 Sekunden, also 2 Minuten. Und sollten wir kein Tor wieder erwarten, schießen, also es geht nach Toren natürlich, dann gehen wir in die Verlängerung um nochmal 60 Sekunden. Ja. Also maximal 3 Minuten. Das wären die längsten 3 Minuten meines Lebens, aber wir werden es alle überleben. So. Du warst mit mir noch nicht am Catering. So. Und damit würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Die Zeit läuft. So, die Spieler schon mal richtig in der Hand zu halten. Sehr gut. Ja, aber Eiwehr, die Zeit läuft, Mann. Muss ich das jetzt hier machen? Oder ist das eins. Komm, die Zeit läuft. Okay, die Zeit läuft genauso. Wir verhalten uns natürlich fair. Ja, das kann nicht sein. Scheiße, Mann, komm, jetzt muss ich mal Gas geben. Das ist peinlich. Ich muss dich jetzt schreien, aber nicht aus Freude. Wie geht's noch weiter jetzt? Komm. Scheiße, Mann. Uiuiui. Du, wenn du den Ball gar nicht nach hinten kommen lassen würdest. Und Gas geben. Komm, geh mal. So, okay. Puh, also das habe ich auch noch nie gemacht. Ich muss jetzt kickern, mich konzentrieren und moderieren. Also das wird die Challenge meines Lebens. Nein! Yes. Sehr geil. Ausgleich. Geh mal. Okay, eine Minute noch. Dankeschön, liebe Regie. So, jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Okay, sehr gut, Felix. Ganz toll.
Toll. Ja, das sind wir. Der war ganz mit glatte Zeit. Nein. Da bin ich der Spielverzögerung. Da kann ja Eier kotzen, wenn ihr das im Fernsehen seht, verstehst? Also, das geht gar nicht. Ui! Wie viel hat Kickern mit dem echten Fußball zu tun? So ganz wenig. Okay. Das merkst du ja, weil ich vorne liege. 20 Sekunden noch. Nein! Wow, war sehr wichtig. Yes, yes, yes. Scheiße. Yes. Und weiter geht's. Zack. 10 Sekunden noch, Felix. Bam. Ja! Oh. Na, 5 Sekunden noch. Immer noch. Ich muss dir was lassen. Ich kann offen klingeln. So. Du hast es im Griff. Hast du geschossen? Ich hab stehen gelassen. Ich hab auch gesagt. Okay. Merci. Du hattest die größte Challenge deines Lebens, du hattest mich dabei, aber Respekt. So, es war am Ende, wie viel war es jetzt eigentlich? Du hast jetzt den Spielstand aufgelöst. Ich glaube 6-3. Ja, genau. Wie viel war es? 5-3. Mhm, okay. 5-3? Ja, okay. Genau. Können wir mit leben, auch mit einem 4-3. Ja, wir halten uns hier fair. Das ist ein anständiger Sieg, was soll man großartig sagen? Was hat das? Ja. Du kriegst nichts zu essen. Ui. Ich bin die Essensverteilerin. Jawohl. So, zeig mal dein Meisterwerk hier. Die Leute haben es noch gar nicht gesehen. So, also, nochmal rein hier in den Toaster. Das ist ja und genial. Und so kommen sie nachher raus. Als Täschchen. Als Täschchen, ja. Das ist ja genial. Nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, wie spät ist denn, wie lange haben wir denn noch? Wir müssen mal Mayonnaise machen. Mm. So, wer macht die von euch zwei? Magst du oder? Ja, ich kann die machen. Reicht euch nicht rüber, es ist genug für alle da. Komm rüber. Felix, komm rüber zu mir. Es ist genug Mixer für alle da. So, und zwar, wir brauchen ein kleines bisschen Senf da rein. Oh, jetzt machen wir also Mayonnaise komplett. Alle rein. Mit dem Löffel so runter. Aufpassen. Rein damit. Mit dem Löffel? Nee, du hast am Finger. Ah, ja. Ja. Wir schmeißen mal nichts weg und kommt das so rein. Ja. Dann brauchen wir Milch. Die Milch da rein, tutti completi. Sehr gut. Das ist der Emulgator. Okay? Das kommt dann nachher, das ist ein bisschen Joghurt. Ja. Passt. Und dann haben wir hier Arganöl. Das heißt, wir bauen jetzt die Maschine zusammen. Schalten hier ein. Und da geht's jetzt ab. Wir haben insgesamt 12 Geschwindigkeitsstufen. Und auch hier 7 Automatikprogramme. So, und jetzt kommt das Öl dazu. Und das Öl langsam einrieseln lassen. Langsam. Ist das wichtig bei der Mayonnaise? Ja. Auf welcher Stufe hast du es jetzt? Vollgas, alles was er kann. Okay. Wie viel Öl ja, da rein? Ja, schaut gut aus. Machen wir Stopp. Das Geile ist ja immer, Felix, wenn man Ralf nach Mengenangaben fragt, glaubst du nicht, dass du da eine Info bekommst? Das steht im Rezept. So, müssen wir das Kannst Ganze sie runterladen auf Koch mit D. Ja. Ganz ein bisschen. Dann muss das sauber verriegelt werden und dann geben wir wieder Gas. Der Emulgator, ich habe ein bisschen wenig Masse drin. Das Schöne ist ja, für wenig Masse würde sich ja auch super der Food Processor eignen, ne? Ja, würde. Aber es ist ja nichts, dass wir nicht einen Nutzen draus ziehen. Ich habe zwar gesagt, dass ich kein kochendes Wasser brauche. Wir wollen den Foodhack. So ist es. Wie so. Rettet man Mayonnaise mit einem Wasserkocher? Jetzt sind wir alle gespannt, was das wird. So, jetzt habe ich zu schmierige Finger, dass ich den... Jetzt sind wir gespannt, wie der Ralf 100 Grad. Mit gekochtem, heißem Wasser die Mayonnaise anreichern wird. Er hat zu mir gesagt, da gibt es einen Küchentrick. Und das hat er jetzt natürlich absichtlich so gemacht, dass ihr auch was lernen könnt, dass nicht die perfekte Mayonnaise entsteht, sondern dass wir wissen, geht schon los, ja. Wie wir jetzt sie retten, da. Sollte sie nicht
gleich aufs erste Mal funktionieren? Weil Mayonnaise ist ja doch immer so ein kleines heikles Thema. Das ist ja nicht immer Gelinggarantie bei Mayo, ne? Ralf? Ja, nicht immer. Also mit dem Foodprozessor hätte man es jetzt ganz gut hingekriegt. Aber dann hätte man sauber machen müssen wieder zwischendrin. Und deswegen, wir kriegen wir das hin. Ja, der ist halt gerade belegt, ne? Der ist belegt gewesen. Aber, so. Also nur nochmal für euch zum Verständnis. Hupala. Das hier mit diesem Aufsatz, das ist der Mayonnaise- und Eischnee-Aufsatz. Und damit lässt sich super Mayonnaise machen. Sollte aber natürlich der Behälter, der auch gerne in die Spülmaschine gehen kann, entsprechend sauber sein. 70-80 hat er jetzt. Passt. Und das jetzt kommt der Joghurt dazu. Wird die Mayonnaise dadurch ein bisschen leichter? Was meinst du? Wird Mayonnaise dadurch ein bisschen leichter, wenn Joghurt mit reinkommt? Und ich habe von Haus aus schon ein bisschen Säure dabei. Ah. Was ich möchte. Jetzt kocht's. Was passiert jetzt? Ein bisschen kochendes Wasser. Wie heiß ist das? Wenn Wasser kocht, dann ist es meistens 100 Grad. Am ja, aber du kannst ja unterschiedliche Stufen einstellen. Ja, kann man, aber ich habe 100 Grad gebraucht. Ja, aber das finde ich ja so geil, weil gerade ich trinke zum Beispiel so gerne grünen Tee. Und grüne der Tee, darf nicht gekocht werden. Der darf nicht über 80 Grad erhitzt werden. Hast du das schon mal gemacht mit dem Mixer? Sehr gut. So, jetzt nie pass in auf. Einen laufenden Mixer von oben reingucken. Ja, das ist. Falls du noch Fragen hast, jederzeit. So, jetzt habe ich den Deckel nur so ganz leicht angelegt und dann läuft jetzt das Öl nämlich rein. Der hätte da auch so ein Loch, ne? Das ist super praktisch, ja, dass du einfach jederzeit befüllen kannst. Mhm. Mhm. So, jetzt guckt er mich an. Zu noch einer sagen. Alter, da haben wir Glück gehabt. Jetzt hat er kurz geschwitzt. So. Ja, ein bisschen geschwitzt habe ich schon, wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch was abschmecken müssen. Komm her. Ab durch die Nase. Nein, war Witz. Um Gottes Willen. Die Jugend. Gut. Echt was wahr? Was fehlt? Alles. Wenn ich ehrlich Nutella. Bin. So. Nutella. Felix, du kratzt mir das da bitte raus, sauber. Dann habe ich hier ein bisschen schon vorbereitet, das kratzt mit dazu. Und dann schmeckt man das Ganze ab, okay? Weil, nach was definitiv noch fehlt, ich habe hier nämlich was richtig Geiles, was relativ neu am Markt ist, und zwar Bad Kreuznacher Senf. Das ist der Senf, der ohne Senfmehl gemacht ist. Und hergestellt hat das Ganze dein Vorgänger. Genau, der allererste Moderator von der MediaMarkt Kochshow. Ach was, ja, wirklich? Genau. Spannend. An der Auf Stelle Senfkörner? Liebe Grüße an den Bruno. Aus Senfkörner? Aus Senfkörner, kein Toll. Senfmehl, den kannst du gratinieren und der hat einen Biss wie ein Kaviar. Das Ding ist einfach mega geil. Ja, genial. So, jetzt leerst du es drauf und dann schmeckt man das Ganze ab. Und dann würde ich sagen, sind wir so weit, dass wir einfach anrichten. Ja, bitte! Wir machen mal jetzt einfach coole, geile Party-Snacks. Ne, Party-Snacks nicht, sondern einfach für den Fußballabend und Goodies. Genau, und in der Zwischenzeit kann ich euch ja schon mal verraten, wo ihr euch gleich anmelden dürft, könnt und müsst, damit ihr auch einen Lostopf landet. Also mal kurz noch mal eine Übersicht. Wir haben insgesamt 5 Produkte an euch zu verlosen. Und davon bekommt ihr tatsächlich den Toaster und den Wasserkocher so oder so. Bei 100 Kommentaren, mal kurze Frage an die Regie, haben wir die schon geschafft, die 100 Kommentare? Liebe Regie, haben wir die 100 Kommentare schon geschafft? So, die braucht kurz die Regie, aber wir haben dann einen Standmixer hier bei unserem Powerblender, den wir gerade mehrfach benutzt haben, inklusive Food Processor Aufsatz mit allen Messern von Zwillingen, die ja sowieso unübertrefflich sind, plus die ganzen Aufsätze. Und das geht auf jeden Fall auch an euch raus. Wir haben auf jeden Fall die 100 Kommentare geschafft. Also hier Powerblender plus Food Processor zusätzlich und integrierter Waage geht auch an euch als Gewinnspielpreis raus. Und dann haben wir noch die Heißluftfritteuse. Und dafür brauchen wir noch wie viele Kommentare?
13 Kommentare, nur noch 13, Leute. Und dann geht die Heißluftfritteuse für besonders knusprige Ergebnisse sogar komplett ohne Fett. Also es ist eine Fritteuse, die nur mit Heißluft arbeitet und ihr kein Fett braucht und ihr auch kein Altfett entsorgen müsst. Das war ja furchtbar früher, als man irgendwie noch gucken musste, wohin mit diesem ganzen Fett. Das gehört der Vergangenheit an und schmeckt genauso geil und genauso lecker. Wir haben eine Biodiesel draus gemacht, unter anderem. So, und da bekommt ihr knusprige Kartoffelwedges so hin wie Ralf Jakomeit. Und dafür brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht mal mehr 13 Kommentare, aber insgesamt 200. So, und jetzt verrate ich euch, wo ihr euch anmelden könnt und müsst. Ihr klickt einmal auf www.koch-mit.de. Das kann das Social Media Team auch entsprechend verlinken in den Kommentaren. Da klickt ihr drauf und da gibt es den Reiter Kochshow, Live-Kochshow. Und da, wenn ihr da drauf seid, auf dieser Special-Seite uns auch seht, da wird das Video auch eingespielt, da findet ihr auch das Gewinnspiel, das nach der Show, nach der Sendung hier startet. Und da müsst ihr nur euren Namen eintragen, euer Alter bestätigen und die Teilnahmebedingungen, dass ihr über 18 Jahre seid und die Teilnahmebedingungen gelesen habt und schon seid ihr im Lostopf. Und das lohnt sich. Das lohnt sich. Oh. Ja, das ist die Mauer, das ist der Torwart. Und der Torwart gehört immer hinter die Mauer. So, und jetzt wird angerichtet, das ist ja mal, also wenn ich zum Fernsehgucken zu dir kommen würde, ne, würde das so aussehen. Ich muss dich leider enttäuschen, dann würde aber kein Fußball laufen oder eher selten. Da NFL wahrscheinlich dann, jetzt gerade, da ne? Würde dann NFL laufen und dann musst du relativ schnell sein, weil du kennst meine Kinder, ja. Die, wenn es was Gutes zum Essen gibt, dann aber deine geben Tochter die schon Gas. Gibt mir bestimmt was ab. Ein Stückchen. Thalé, schreib mal in die Kommentare, ob Sabrini was abgeben darf. Ich glaube, du darfst die ganze Schüssel mit ihr teilen. Ja, wir würden uns den Speck auf jeden Fall teilen. Ja, mit schwesterlich, Sicherheit. Schwesterlich. Die Speckschwestern, unglaublich. Genau, die speckigen Schwestern. So, das sieht so genial aus. Und das Tolle ist, natürlich müsst ihr das nicht in so kleine Schiffchen nochmal schneiden, aber da wir hier viele hungrige Mäule haben, gibt es dann natürlich auch das entsprechende Fingerfood dafür. Genau, ihr könnt das auch in den Taschen lassen und einfach direkt reinbeißen. Und wie gesagt, durch den Toaster von Zwilling habt ihr die Warmhaltefunktion. Und wenn dann alle gleichzeitig fertig sein sollen, dann kann man das einfach nochmal auf Warmhalten runterdrücken und es verbrennt nicht und ihr habt den besten gefüllten Toast, den ihr je haben werdet und essen werdet. Ralf, ich bin begeistert. Das sieht sensationell aus. Danke. Also an beide Ralfs an dieser Danke. Stelle tatsächlich. Und Felix natürlich auch. Wenigstens ohne Hockey. Ich hoffe oder bin gespannt, wie dein Fazit im Vergleich zu Nutella-Toast abschneidet. Ja. Also ich würde sagen, ihr müsst jetzt halt für die gefühlten Millionen da draußen ja. probieren, ihr zwei. Und den Rest holen wir dann einfach dazu. Dann gibt es kleine Teller, jeder nimmt sich was weg. So, Felix, und dann gibt es ein bisschen an, probier mal, ja. genau. an Dip dazu und gut ist. Einmal gerne tippen und an der Stelle, bevor ihr euer Feedback lasst, ihr könnt gerne schon mal reinbeißen und probieren, kann ich schon mal verkünden. Wir haben auf jeden Fall die 200 Kommentare geschafft, bedeutet, wir werden alle Gewinnspielpreise von Zwilling verlosen an euch. Herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, bei koch-mit.de eintragen und im Lostopf landen, das ist ganz, ganz wichtig. Und die restlichen Karten, die netterweise vom FC Ingolstadt zur Verfügung gestellt wurden, die werden wir so. In den Kommentaren nochmal entsprechend kontaktieren per Privatnachricht. Also schaut da gerne bei euch in die Benachrichtigungen, ob Mediamarkt euch in irgendeiner Weise kontaktiert hat so, und reagiert darauf. Wichtig, damit wir die Karten auch verschicken können. Brini, komm mal her. Ach so. So schön wird es nie mehr wieder. Ich bin ja auch da. Ja, du bist auch da. Sensationell. So, und so. Wie lautet das probier's Feedback? Bitte. Wie lautet das Feedback? Noch nicht klatschen, wir wissen noch nicht, ob es schmeckt. Wie schmeckt's? Schmeckt sehr gut. Kann ich noch nicht beurteilen. Eine dann beiß nein. Dann auf geht's. So, gerne auch mit Dip, wenn du magst. Dauert noch, Sekunde. Dauert noch. Wir brauchen noch das Full Experience. Also es ist ein Toast-Ravioli mit Sushi. Überragend. Ja? Weltklasse. Sollte man machen? Ja. Hältst du mit dem Nutella-Toast mit? Ja. Es ist gesünder halt und besser. Ja, das ist noch zögerlich. Das ist nicht ganz erwachsen, ist gesünder halt. Ja. Du kannst ja als Nachspeise immer noch den Nutella Toast essen. Ja, ne? Weißt ja. du, wenn du den Toast im Haus beides. Hast, dann hast du von beidem das Beste. Ja. Herzhaft und süß. So, ich würde sagen, dann
servieren wir, kredenzen wir an unsere lieben Studio-Gäste. So ist es. Und wir sehen uns wieder, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, Wochen. In zwei Wochen, so ist es, am 28.11. mit einem herbstlichen Menü. Was schwebt dir denn da vor, mein Schatz? Ein ganzes Menü. Ein ganzes Menü. Ein ganzes Menü, herbstlich. So. Kürbis fällt mir ein, mir fällt ein, Kastanien, vielleicht machen wir auch irgendwas Süßes, dass wir vielleicht so, ja, so Vermicelle machen, dass wir so ein bisschen in die Schweiz gehen. Oh mein, das ist schon wieder. Ich werde das mit der Crew morgen besprechen, da kommen genügend Ideen und dann lassen wir uns was einfallen. Und wir lecken uns in der Zwischenzeit die Finger von unserem Fingerfood. Die ganzen Rezeptdetails und natürlich auch zum Download das ganze Rezept, das hier Ralf kredenzt und serviert und gezaubert hat, findet ihr natürlich wie immer auf koch-mit.de. Genauso wie das Gewinnspiel. Schaut auf jeden Fall vorbei und werdet Community-Mitglied. Ihr solltet uns auch dringend auf Instagram folgen, denn da gibt es zum einen die Live-Kochshow gerade aktuell und zum anderen natürlich immer noch weitere Rezepte, wie auch Sabrina Schnelle Nummer, so Feierabend. Leckereien, die ihr nachmachen könnt, euch abspeichern könnt und Teil von uns werden könntet, von unserer Community. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr heute da wart. Wir haben zu danken. Merci. Dass sportlich vielen, den vielen sportlichen Dank. Input geliefert habt heute. Natürlich auch an dich für den kulinarischen Input an der Stelle und an Zwilling, die uns heute ausgestattet haben und das ermöglicht haben, diese Kochshow heute live zu senden. Vielen lieben Dank. Ich bin echt dankbar, dass ihr Teil des magischen Dreiecks sei heute. Ja, der Fließbandarbeit. Also so schöne Fließbandarbeit habe ich auch noch nie gesehen. So sportlich, mega. Sensationell. Und ein kleiner Hinweis, am Samstag sehen wir uns wieder, denn die Black Friday Deals starten, Leute. Und ich bin schon ganz aufgeregt und Sven ist ganz aufgeregt und Viktor ist ganz aufgeregt und wir sind der alle Marco ganz aufgeregt. Auch schon ja, ganz der Marco ist aufgeregt. Hubelig. Uiuiuiui. Am Samstag geht's los, Leute. Schaltet ein. Samstag, 17 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Viert euch. Servus. Tschüss. Ja. Servus.